So, oder? Der Mann sitzt immer vorne. Der Mann sitzt immer am Klo. Hallo meine Lieben. Herzlich willkommen zu einem Video von uns. Ich habe vor ein paar Tagen auf Instagram euch gebeten, uns lustige Wer-würde-eher-Fragen zu stellen. Und ihr wart wirklich kreativ. Wir werden sie jetzt zusammen beantworten. Ich habe uns so lustige Schilder gebastelt. Einmal Mama und einmal Papa. Und der Papa hat das gleiche. Ihr schaut aus wie so ein Riesenlolli. Und die Michelle wird uns die Fragen vorlesen. Und wir werden mal gucken, ja, wer würde denn eher was machen. Okay. Das ist eigentlich gut, weil heute ist echt heiß. Kann man auch so verwenden. Mama ist cool, ja. Und falls ihr noch lustigere oder überhaupt lustige Wer-würde-eher-Fragen stellen habt, dann schreibt sie unten in die Kommentare. Ich habe mal Lust, es andersrum zu machen. Das Wer-würde-eher und die Kinder sollen das beantworten. Ich glaube, das ist auch lustig, weil sie aus der Sicht der Kinder, wie sie uns so einschätzen. Deswegen schreibt sie unten in die Kommentare, falls ihr ganz lustige Fragen habt. Und wir würden sagen, los geht's mit dem Video. Los geht's, Michelle. Wer würde eher schimpfen? Also quasi mit den Kindern. Oh, jeder ist so hier so bescheiden. Natürlich schimpft. Jeder ist garstig. Ja, jeder schimpft mal. Ja, das gehört dazu. Das gehört dazu. Next. Wer würde eher noch ein Baby wollen? Irgendwie ist eh klar, das wissen wir sogar. Okay. Und ganz wenig der Papa, nur die Hälfte. Nur ein P. Voll die Mama und der Papa nur die Hälfte. Okay. Oh, seht ihr? Es scheitert am Papa. Es bedeutet Bungee-Jumpen. Bungee-Jumpen. Das ist, wenn man so an einem Seil mit den Füßen hängt und man springt von ganz weit oben. Und dann fliegt. Ach so, jetzt weiß ich. Bungee-Jumping heißt das. Also, die hat nur das geschrieben. Also, wer würde eher Bungee-Jumping? Ich habe extreme Höhenangst. Ich würde das nie im Leben machen. Ich auch nicht. Wenn man müsste, wenn man müsste. Wenn einer von uns müsste. Vielleicht gibt es einen Ausweg. Komm, dann würdest du es. Nicht nach Schnuck. Nein, ich würde es nie machen. Verlierst du doch. Für 1 Million Euro würdest du es machen? Ich würde sogar auch für 1 Million Euro. Mama, ich glaube, es ist sogar gefährlich, weil wenn man mit dem Band aus den Füßen rutscht. Nein, das kann nicht passieren. Ich hätte auch Angst. Also ich habe auf jeden Fall mega Höhenangst, aber immer mehr. Also, wer würde eher neue Tiere aufnehmen? Klar. Okay. Wer würde eher mit Haien tauchen gehen? Die Mama. Ja, würde ich schon machen. Wir tauchen? Gehen? Naja, man ist ja eh so in einem Schutzgitter drinnen, oder? Papa. Ich weiß es nicht, aber der kann schon aggressiv werden, oder? Nein, ich glaube schon, dass das schön ist. Mit seinen scharfen Zähnen. Manche nicht. Wer würde eher ins Ausland ziehen? Es kommt daran, wohin? Ja, aber wahrscheinlich eher ich. Du? Nee. Wo, Ausland? Ja, wer würde eher? Wenn man sagen, wir müssten jetzt von hier. Na, dann Mama. Bin ein Österreich. Nein, aber ich meine unbedingt nicht, aber ich glaube eher würde ich auf die Idee kommen. Oder? Für mich kommt nicht in Frage. Ja, aber ich glaube eher ich. Ja. Wer würde eher eine Woche ohne Klopapier auskommen? Puh, nur mit dem Finger? Wir haben ein super Klo. Stimmt. Aber ich glaube eher ich, weil ich bin nicht so oft auf Toilette wie Papa. Papa ist Dauergast auf Toilette. Ich bin Stammkunde. Ja. Na gut, dann eher die Mama vielleicht. Wer würde eher ein Piercing sich stechen lassen? Echt? Ich hatte schon mal Piercing. Ach so? Wer würde eher Fallschirm springen gehen? Gar nicht wahr, du ich weißt nicht. Ich kann nicht. Aber du weißt, ich würde das gar nicht tun. Ja, ich auch nicht, oder? Ja, super, du schickst mich. Netter Mann. Na gut, der Papa. Wer würde eher die schärfste Chili der Welt essen? Ich liebe scharfes Essen. Papa, ich trinke das gar nicht. Wer würde eher auf Fleisch verzichten können? Ja. War klar, oder? Wer würde eher Insekten essen? Ich habe schon mal Insekten gegessen. In so einem australischen Fliegen, Restaurant. Nee, so eine Male war das. War richtig gut. Das war richtig lecker. Heuschrecken hat doch. Genau, Heuschrecke war das. Ist das wirklich? Ja. Wirklich? Ja. 3, 2, ja. 1. Schmeckt's? Ist tasty. Ist
wirklich gut. Wer würde eher einen Tag lang ohne Handy auskommen? Naja, ich kann sogar länger. So Instagram machen, Papa muss. Aber das ist mein Beruf, Instagram, YouTube. Ich brauche mein Handy zum Arbeiten. Ich kann zu meinem Handy sagen, verschwinde. Super. Wer würde eher in Unterwäsche rausgehen? P.S. Ich liebe deine Videos. Oh, also Papa. Wohin rausgehen wäre auch mal wichtig, weil ja, ich meine, also im Garten kann ich schon gehen. Im Garten gehe ich auch in Unterwäsche oder mal hier kurz den Müll runterbringen, weil ich auch schon mal in Unterhose und mit T-Shirt. Aber ja, ist hier am Land. Hier gehen nicht so viele Leute, nicht so oft Leute vorbei. Ist dann, stimmt. Das ist egal. Wer von euch würde eher 5 Kilo Eis essen? Bin ich so die Eisesserin? Hey, ja? Ich mag nicht so gern Eis. Ich auch nicht. Doch. Wie? Du isst immer mit den Kindern mega Tonnen Eis. Du sagst ständig, geh mal auf ein Eis essen. Geh mal auf ein Eis essen. Wie Hanti Danti? Hanti Alexander Danti. Wer hat den größeren Bauch? Mhm. Wer würde eher Sauerkrautsaft trinken? So klar, oder? Der Papa hat schon mal einen Kanister voll Sauerkraut. Ja. Ja. Ist ja nicht so gut geendet. Aber mit einem längeren Tag am Club. Ja. Aber es war schon vor unserer Zeit. Wer? Richtiger Scheißtag. Nächste Frage. Mama, Papa. Wer würde eher von einem 10-Meter-Turm springen? Ja. Wieso immer ich so die du gefährliche... Du bist doch letztens die gefährliche, auch. Die gefährliche Sache musst du immer machen. Fallschirm springen, vom Fenster runterschmeißen. Aber du musst nicht. Aber vor dem Auto werfen. Hallo, wer würde es eher tun? Wer würde es eher? Das ist so, du musst das richtig wieso spielen. Wieso ich? Du musst. Du hast das Spiel nicht verstanden. Eher nicht ich. Nein, du hast es nicht verstanden. Ich hab's verstanden. Wer würde es eher machen? Ja, du. Nein, ich würde das nie in meinem Leben machen. Ich auch nicht. Ich habe sogar Angst vergiss mich. Von 3 Meter, du, 1 Meter würde ich auch nicht runterspringen. Ich habe Höhenangst. Ich kann höchstens von Sessel runterspringen. Gar nicht wahr. Der Papa ist vom 4 Meter Turm letztens runtergesprungen. Ach so, ja. Aber du kannst nicht 10 Meter oder Fallschirm vergleichen. Ja, okay. Dann, was ist deine Antwort? Papa, okay. So, Michelle, next. Wer würde eher den Jakobsweg gehen? Was ist das? Das haben wir auch gerade gesagt. Ich gehe nur Mamas Weg. Ich glaube, das ist sowas Katholisches vielleicht. Aber es sind... Wisst ihr was? Ich gehe nur meinen Weg. Ja, genau. Wir gehen Diana und Papa Weg. Wer würde eher einen ganzen Tag auf Essen verzichten können? Bitte, bitte. Eindeutig die Mama. Weil der Papa, wenn der hungrig ist, dann ist er eine Diva und ist so unausstehlich. Bitte. Sei ehrlich. Okay. Sei doch jetzt mal ehrlich. Okay. Ja. Natürlich, die Mama. Also, du hast es nicht verstanden, das Spiel. Du bist einfach, ach, ich nehme gerade, wen ich gerade Bock habe. Das ist einfach so. So, Michelle, nächste Frage. Wer würde eher das Wasser aus einem Gurkenglas trinken? Ein Gurkenglas? Ja, Gurkenglas. Achso, wie ich? Gurkenglas? Das ist wohl lecker. Nein. Aber Salzgurken. Nee. Mega lecker. Hilft auch bei Verstopfungen. Ja, 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 wir brauchen hier keine... Alles abspülen. Keine Kunde, Biologie, Unterricht mit Dr. Rotbart. Dr. Rotbart? Ja, deswegen... Dr. Rotbart. Also, welche Tipps haben Sie für... Beim Verstopfungen Gurkenwasser trinken. Alles klar. Wer würde eher nackt durch die Stadt laufen? Ich würde das nie im Leben machen. Nie und never. Okay, ich vielleicht. Aber, ja. Ja, der Papa ist schon geübt da drin. Also, er hat sich früher gerne mal ausgezogen, wenn er einen über den Durst getrunken hat. Ich war der kleine Tarzan in der Stadt. Also, seine Nachbarschaft in Bukarest. Haben alle gewusst, wo ich meine alle Muttermale habe. Wer würde eher seine Haare grün oder blau oder lila färben? Die Mama. Ich habe vom Gesicht der Wirtschaft crazy aus. Wer würde eher mit dem Bobbycar durch die Waschstraße fahren? Bobbycar? Ja, das würde ich machen. Das würde ich aber auch. Ich könnte auch zum McDonald's. Aber dann wärst du ja nass. Ja, mit McDonald's zum McDrive. Das wäre mal so mit Bobbycar.
Wer würde eher von euch mehr Geld für Shoppen und Lebensmittel einkaufen ausgeben? Und Lebensmittel. Ja, ich auch, weil der Papa kauft eher klug ein und ich kaufe eher oh, ein bisschen Chips, ein bisschen Schoki. Nach Verpackung, nach Verpackung. Ja, Verpackung, wenn sie schön ist, muss ich ja. Hundescheiße in rosa Verpackung, kauf ich. Na, aber ja. Wer würde eher den Haushalt mal liegen lassen? Aber du bist auch nicht dieser Haus... Wenn nicht, ich bin Haus... Mein Spitzname ist Staubsauger. Ja, Blödsinn. Also da sind wir gleich. Nicht, dass ihr denkt, dass der Papa hier der Arme schrubbt den Boden und ja. Die Mama chillt irgendwo. Ich bin der Mr. Mop. Meister Proper. Fertig? Ah, was ist denn? Mehr. Sorry, Michelle hat dieses Zeichen gegeben. Michelle sagt... Time out. Also das waren eure Fragen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hat es dir gefallen? Mega. Also wenn ihr noch lustigere Fragen habt, dann stellt sie uns. Dann würden wir das nächste Mal vielleicht den Patrick und die Michelle sie beantworten lassen. Das sind wir mal gespannt, weil man ist selber immer anders. Die Kinder sind dann anders, kritischer. Ja, sicher. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir würden uns aber über einen Daumen nach oben freuen. Kann ich versprechen. Und so, nochmal. Abonnieren. Unser Kanal. Info in Inbox. Ich kenne mich auch nicht aus. So, und dann? Ja. Infobox. In Infobox. Wir schreiben alles drin. Zack. Du machst immer so mit den Fingern, oder? Ja, Schatz, ich sag immer unten. In den... Wie ist ein Like? Na gut, meine Lieben. Tschüss!